So, hallo. Letztlich war ich doch tatsächlich mal wieder einkaufen. Und es war sehr schön. Ich stand so vor diesem Süßwarenregal. Und habe mir gedacht, nehme ich quadratisch praktisch gut. Oder nehme ich die zarteste Versuchung. Ich fragte dann noch so meine Freundin, die ich übrigens liebevoll Fee nenne, nämlich Toffifee. Hey Toffifee, was meinst du, was nehmen wir mit? Und sie antwortet mir, ach Goldbärchen, nimm doch einfach die Schokobons, mit einem Haps sind die im Mund. Naja, also das war so ein Erlebnis der dritten Art, wenn man so will. Ich habe mir dann nämlich mal Gedanken gemacht, wie läuft es eigentlich in meinem Leben so ab? Bin ich ein Werbekind, habe ich mich gefragt und mich einfach mal selbst einen Tag lang beobachtet. Morgens 9:30 in Deutschland. Ich wache wie jeden Morgen mit der wahrscheinlich längsten Praline der Welt. Und dann hat's auf. Während meine Freundin den weißen Riesen am Henkel in den Keller zur Waschmaschine trägt, ich öffne ein Auge und ich öffne das andere Auge, denn mit dem zweiten sieht man besser. Erkläre mir im Bad bei der Zahnpasta-Wahl, morgens Aronal, abends Elmex, damit ich auch morgen noch kraftvoll zubeißen kann. Reiße mit einem feurigen Charmin das Klopapier herunter und setze mich auf die Schüssel. Die Freiheit nehme ich mir. Es läuft und läuft und läuft. Wenn es mal wieder länger dauert, dann liegt das an der Duracell. Da weiß man, was man hat. Die Frisur sitzt. Ich denke mir, Caro, ich mag dich, wenn ich mir mit Melita den frischen Langkaffee aufbrühe und weiß natürlich, ist er zu stark, bin ich zu schwach. Wecke beim Frühstück den Tiger in mir und esse Seidenbacher Müsli. Rufe meinen Freund Karl an und sage, euch Karl, das ist das Müsli. Das tut auch dir gut, da hast du halt immer so Probleme mit deiner Verdauung, das ist das Müsli von den Seidenbacher. Frage mich noch, gibt's da auch was von Ratiofahren? Fahre in den Supermarkt und überlege mir, was ich mitnehmen soll und weiß, dass Katzen Whiskas kaufen würden. Doch, das wäre heute sehr teuer, denn Bruce Willis teilt mir mit, dass es 20% auf alles gibt, außer Tiernahrung. Mich beim Mittagessen, warum Deutschländerwürstchen Deutschländer heißen, denn da kommt ja anscheinend das Beste aus Deutschland zusammen. Die sind nämlich zart wie Bockwürste, würzig wie Frankfurter und knackig wie Wiener? Naja, nichts ist unmöglich. Ich entscheide mich aus diesem Grund für Brutzler. Das ist eine Wurst. Und Spinat mit dem Blub. Ja, was soll ich sagen? Ich bin halt ein Gourmetle. Trinke zum Nachtisch Actimel und aktiviere meine Abwehrkräfte. Die Frisur sitzt. Um 3:30 kontrolliere ich die Kekse auf ihre Echtheit und zähle alle 52 Zähne. Ich bin doch nicht blöd. Es gibt auch Krüger. Ach, knocker die ein und besorg's dir doch einfach. Das war übrigens real. Dann bin ich irritiert. Dachte, es gibt nur eine Welt. Chibo bietet mir aber jede Woche eine neue an. Aber alles nur halb so schlimm, denn Ryder heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts und genau aus diesem Grund fühle ich mich immer noch fischverliebt. Dann gehe ich mit meinem Freund ein Bier trinken. Die Bedienung ist wohl von der GEZ, denn sie fragt uns mit vorwurfsvollem Blick, schon GE zahlt? Und so bezahlen wir die Rechnung einfach mit unserem guten Namen. Trinkgeld geben wir aber nicht, denn Geiz ist geil. Wir prosten uns zu, nehmen einen Schluck, halten die Flöre dann in die Höhe und meinen gleichzeitig, gut, besser, Paulaner. Das ist extra lang im Geschmack, alles super. Plötzlich wird uns schlecht. Da kann dein Durst echt was erlegen, das prickelt länger, als man trinkt. Nur fliegen ist schöner eben in Bayern daheim und in der Welt zu Hause. Unter dem Motto Schmutz geht, Glanz entsteht, räume ich mein Wohnzimmer auf, während Renny meinen Magen aufräumt. Mit einem Wisch ist alles weg. Fühle mich
wohl mit Jade und bild mir deine Meinung. Fahre in die Stadt und kaufe Corega-Tabs, weil ich es mir wert bin. Anschließend mache ich mir Gedanken über meine Zukunft und komme zu dem Entschluss, wenn ich groß bin, will ich auch Spießer werden. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Sage zu einer umherirrenden Politesse, ich habe gar kein Auto. Freue mich über ihren entgeisterten Gesichtsausdruck und denke mir, ich will so bleiben, wie ich bin. Flüstere ihr dann aber entschädigend, merci, dass es dich gibt ins Ohr. It's cool, man. Streiche mir um 6:30 durch die Achseln, ja, das ist der Duft des Mannes. Wasche mir die Hände mit Spüli. Es ist Zeit für einen Tee. Gieße mir einen Messmer auf. Wie der Tee, so der Tag. Trinke den ersten Schluck. Oje, oje. Scheiß Tee, scheiß Tag. Es ist spät, der Tag geht und Johnny Walker kommt. Er schenkt mir eine kleine Torte statt vieler Worte. Gemeinsam trinken wir dann Chantre. Ja, genau, mein Lieblingsweinbrand. Man sagt, er habe magische Kräfte. Das erklärt dann wohl auch, warum wir nach der dritten Flasche den kleinen Hunger sehen und singend ins Wochenende starten. Lass dich mal gehen, schalt einfach ab. Er lebt den sahnigen Geschmack mit so dem Weekend Feeling. I'm loving it. Und während die Cola die Orange küsst, küsse ich die Küsschen, die Frisur sitzt. Und in der Nacht im Bad erkläre ich mir bei der Zahnpasta-Wahl, morgens Aronal, abends Elmex. Ich muss es also akzeptieren, ich bin ein Werbekind und ja, ich habe mich von der Werbung beeinflussen lassen. Aber dafür stehe ich mit meinem Namen. Dabei ja, yippie, yippie.